Leila Lahua, Dschungelprüfung abgebrochen. Jan Köppen muss sie retten. Das war wohl nix. Leila Lahua hat schon wieder die Dschungelprüfung abgebrochen. Krabbeltiere, dreckige Klamotten und Ekelessen, das Dschungelcamp ist für Bachelor Babe Leila Lahua, 27, eine echte Herausforderung. Ich habe wirklich vor allem Angst, dass es da nur gibt, gab sie bereits vor ihrem Dschungelcamp-Einzug im Interview mit InTouch Online zu. Blöd nur, dass Leila ständig mit ihren Ängsten konfrontiert wird. Jan Köppen holt Leila Lahua aus dem Schacht. Nachdem Leila eine Prüfung bereits weinend abgebrochen hat, wurde sie von den Zuschauern erneut gewählt. Dieses Mal muss sie als Monte Urin in einem unterirdischen Schacht die kaputte Klimaanlage reparieren. In verschiedenen Räumen soll sie dafür die Sterne entfernen. Als sich die erste Tür schließt, bekommt die 27-Jährige Panik. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich habe Angst vor engen Räumen, schluchzt sie. Dann fällt der entscheidende Satz, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Leila ist so aufgebracht, dass sie noch nicht mal die Treppe hochkommt. Schaffst du das oder soll der Jan dich holen? Fragt Moderatorin Sonja Ziedlow, 55, besorgt nach. Das lässt sich ihr Kollegen nicht zweimal sagen und verschwindet im Schacht, um Leila zu retten. Das ging gar nicht. Das war so schlimm. Wenn man nicht die Kontrolle hat, es dunkel ist und man nicht weiß, was da ist. Und dann die Dunkelheit, die ganzen Spinnennetze, erklärt sie wenig später mit zittriger Stimme. Tja, dumm gelaufen. Leila muss mit 0 Sternen zurück ins Camp.